Hallo ihr Lieben, ich stehe vor meinem absoluten Lieblingsladen, dem Action. Ich wollte eigentlich nur so ein paar Kisten kaufen. Ich wollte nur etwas ganz kurz kaufen. Kennt ihr von mir schon, das wird immer nie was ganz kurz und es wird dann immer so, ach, das könnte ich noch gebrauchen, das könnte ich noch gebrauchen. Und jetzt dachte ich mir auf jeden Fall, jetzt labere ich schon wieder viel zu viel, es tut mir leid, ich rede unwahrscheinlich gern, merkt man das, dass ich euch ja mitnehmen kann. Ihr liebt es ja so, wenn ich Action-Live-Rundgang mache. Deswegen gibt es jetzt wieder so einen knackig kurzen Action-Live-Rundgang. Ihr wisst, es gibt es jeden Monat auf meinem Kanal. Ich weiß gar nicht, August habe ich diesen Monat schon, habe ich noch nicht. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber es ist ja schon Ende August, also von dem her. Jetzt gibt es einen Action-Live-Rundgang. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und jetzt schauen wir mal, was es Neues im Action gibt und was ich schon wieder einkaufen könnte. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Über den Daumen nach oben, wenn euch das Format gefällt, wisst ihr, würde ich mich tierisch freuen. Das ist einfach mein Feedback. Glocke aktivieren am besten hier irgendwo auf der Seite. Und dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und natürlich abonnieren, aber ich glaube, das habt ihr sowieso schon alle. Würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Jetzt gehen wir aber shoppen. So, wie immer beginne ich bei den Wochenangeboten. Erstmal schauen. Oh, das sind aber schöne Kaffeebecher. Ich wollte eh neue. In meinem schönen Stoffbeutel. Aber die sind echt schön. Süße Schälchen auch. Schaue ich immer bei den Wochenangeboten, was es gerade so aktuell gibt. Da spart man halt immer so ein paar Cent. Nicht viel, aber ein bisschen. Der Rucksack sieht auch cool aus. Der hat auch irgendwie was, ne? Aber der hält wahrscheinlich. Obwohl. Hat irgendwie was. Krass, für 6,95, gell? Das ist schon der Hammer. Was gibt's da? Barbecue-Grill. Ja. Aber keine Ahnung. Pepper Troll. 7,95 für die Sky. Wer ist das? Weiß ich nicht. Marshall. Und der. Ah, oh, wie hieß der nochmal? Ich weiß es nicht. Aber gut. Fingerfarben. Auch cool. Also ich glaube, irgendwas Kleines, nämlich den Kinder. Ach, Pepper Troll in klein, den Schlüsselanhänger. Süß. Ne? Also kann ich echt nichts sagen. 2,49, also irgendwas muss ich den mitnehmen. Die sind gar nicht solche Pepper Troll Fans, aber das ist nur mein Rucksack. Der hat ja auch was. Der sieht richtig cool aus. Backpack. Ich finde halt so, wenn du so wandern gehst oder so, fehlt uns noch so ein richtiger oder so ein Freizeitpark zum Rucksack irgendwie noch, so ein cooler. Oh, cooler, so stopf dich wieder rein. Was ist das? Edles Duftöl. Sieht echt edel aus. Findet ihr nicht auch? Und das da? Eine Vata Powerbank. 1,12,95, gar nicht teuer. Drahtlose Kopfhörer. Die sehen auch cool aus. Aber da habe ich welche von Amazon, die sind voll gut. Habe ich euch auf Instagram verlinkt. Die haben wir sogar jetzt schon dreimal zu Hause, weil die so gut sind. Und Luftballons sind sogar im Angebot. 17 Stück für 2,99. Finde ich jetzt ein bisschen überteuert, oder? Sehe ich das nur so. Ja, gucken wir mal weiter, was es sonst noch gibt. Ah, einen großen Bilderrahmen. Ah nee, das habe ich ja jetzt schon erledigt. Dachte mir, ich brauche noch einen. Aber ich habe ja einen gefunden jetzt. Mit einem schönen Bild sogar. Ja, was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Ich gucke Technik. Was ich ja eigentlich kaufen wollte, ich stehe schon wieder ganz falsch. Kisten. Aber ich wollte es dir auch noch zeigen. Gibt es beim Basteln Neues? Ist übrigens Ferienzeit, deswegen ist mega viel los. Also nur für euch. Das ist auch cool. Die Stempel, die habe ich euch schon ein paar Mal, glaube ich, gezeigt. Was ist denn das? Professionelle Papeschamp. Was weiß ich. Nicht mal richtig gelesen. Oh Gott, das süße Stempel. Ach, wie süß. 99 Cent. Verschiedene sogar. Sehr süß. Stifte, Klebedinger. Die müsste ich auch mal mitnehmen. Die waren ewig ausverkauft. Ja. Scheren. Jupp. Oh, was gibt's denn da? Ein Pepper-Ei. Was ist da drinnen? Kuscheltier. Bastel mit Ei. Pick. Pepper-Ei. Krimskrams. Ach, das ist sowas für die Schultüte, hat man, glaube ich, gedacht, ne? So ein kleiner Aufsteller. Und noch mehr Rucksäcke. Und noch mehr Krimskrams. Federmäpple. 3,99. Krass, oder? Für ein gefülltes. Ich schaue mal aus. Nicht mal so verkehrt, ne? Für ein gefülltes Federmäpple. Der Hammer, oder? Und die Stifte kannst du wahrscheinlich in die Kiste kloppen, aber trotzdem gut. Hier könnte ich auch so ein paar Bastelsachen vielleicht noch mitnehmen.
Oh, sind die schön. Die muss ich mitnehmen, da wird sich die Bella freuen. Die sind ja richtig schön, aber die gehen wahrscheinlich ganz schnell kaputt. Also ich glaube, hier kaufe ich noch so ein paar Schreibutensilien. Ein Mega. Ich hätte doch einen Wagen mitnehmen sollen. Ich sehe schon wieder so viele schöne Sachen. Es ist halt echt... Ja, da kannst du halt ganz viel für, ne, back to school. Ich glaube, das ist ganz interessant. Back to school, solche Kisten auch. Da passt, glaube ich, super A4. Ordner. 1,84, 1,79. Die sind ein bisschen teurer geworden, oder? Hat die nicht mal 1,19 gekostet? Ah, hier, schaut's. 1,49, die ganz normalen. Ich glaube sogar, aber die waren noch ein bisschen günstiger. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Bleistifte, Textmarker. Ich mache mal hier so ein bisschen langsamer. Ich glaube, das interessiert ganz viele. Geodreieck, Kugelschreiber, Radiergummi. Die sind gut. Das sind wie Feinliner. Die haben wir auch zu Hause. Die sind richtig cool. Kugelschreiber, was kosten die? 95 Cent. Also da kannst du echt Kugelschreiber in Bund, Mini-Textmarker, 1,09 Euro, Notizzettel oder so kleben, ne? Notizzettel hier, Taschenrechner, Teser, Locher, Gummi. Ich mache langsam, weil sonst wird euch schlecht. Ich hoffe, es langweilt euch dann nicht, wenn es jetzt gerade jemanden nicht interessiert. Aber manchmal will man dann schon gucken, ey, was kostet es denn hier? Lohnt es sich eigentlich zum Action zu fahren oder kann man das überall kaufen? Ach, schaut mal, wie süße Textmarke. Die hatten wir auch mal. Die sind cool zum Beschriften. Hier sind dann auch... Markenbleistifte, die will die Schule immer. Mit sowas kannst du die Schule jagen. Ja, die sind wahrscheinlich echt nicht so gut von der Qualität. Aber es ist ja wirklich heutzutage so, dass die Schulen wirklich Stadler und keine No-Name. Oh, da gibt es wieder diese schöne Teebox. Keine No-Name-Sachen möchte. Es gibt sogar einen Schreibtisch. Der sieht richtig cool aus sogar. Ein Schreibtischstuhl für Bürostuhl, 59,95. Und Schultüten gibt es hier auch. 2,99. Ja. Und noch mehr Kugelschreiber und noch mehr Stifte. Aber hinter mir sind welche. Ich gebe mal Gas. Oh, die Papierkübelchen. Da haben wir auch. Das sind neue Motive, sind auch cool. Register. Ach, hier gibt es sogar. Ist aber neu. Das gibt es nicht immer. Schulhefte. Aber ich glaube, das ist teurer, oder? Ich weiß es nicht. Bis jetzt hat es immer die Schule gesponsert. Dieses Jahr glaube ich nicht. Dieses Jahr werde ich arm. Arm beim Schuleinkauf. Kennt ihr das? Wir haben immer noch keine Liste bekommen, also keine Ahnung. So sieht es übrigens dann immer aus, wenn die Lisa durch die Läden hüpft. Deswegen schauen mich halt ab und zu manche hier komisch an. Aber nur so ab und zu. Wegen dem bin ich hier. Ich möchte noch solche Kisten so zum Organisieren und sowas findet hier im Action. Hier übrigens immer was für die Hasenkiste, weil da, wir hatten doch Mäuse und die essen das ganze Futter von den Hasen auf, die Schweine. Deswegen brauche ich hier irgendwas. Aber ich habe eigentlich ein anderes Format gedacht. Aber das, was ich suche, gibt es natürlich mal wieder nicht. Da kostet 3,29. Es gibt so wenig Auswahl, aber vielleicht gibt es ja hinten noch mehr. Da haben wir die ganzen Bugs-Sachen. Aber das habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Also wenn ich irgendwas Neues sehe, dann zeige ich es euch. Aber ich wollte eigentlich heute nur ganz schnell durchhuschen. Naja, schnell Action und schnell. Und Lisa, das sind keine Sachen, die zusammenpassen. Aber ich gucke halt mal, was es Neues gibt. Ansonsten... könnt ihr gerne in meinen anderen Action Live Voice gucken. Weil manche... Ah, diese Brause brauche ich aber auch. Denke ich dran oder denke ich nicht dran? Ich glaube, ich brauche einen Wagen. Ich gehe jetzt, glaube ich, nochmal vor und hole einen Wagen, weil es doch so viele Sachen sind, wo ich toll finde. Wartet mal, ich hole einen Wagen. Voll krass. Auch hier ist Toilettenpapier teurer geworden. Und Ziva sehe ich erst gar nicht. Ziva, oder diese XXL-Küchenrolle, aber was will ich mit der? Ja. Übrigens habe ich mir einen Wagen geholt. Das ist gefährlich, Lisa. Und Wagen ist noch gefährlicher wie davor. Kugelschreiberfarbige, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Jetzt habe ich einen Wagen und ich bin hier irgendwie verklemmt mit meinem Schlüssel und ihr seid mir verklemmt. Wartet mal. So, das ist sehr gefährlich. Lisa und ein Wagen. Die Dinger gefallen mir echt, aber da passt ja fast nichts rein. Ne? Aber vielleicht mal so zwei. Hier vor allem im Braun. Und was kann man da trinken? Ist das groß? Schaut schon schön aus. Hier ist ein Training kommt für ein Cappuccino. Ja, die denkt, ich bin Sparflamme mit der kleinen Heim. Ist zu klein. Aber schauen wir mal vorne. Vielleicht gibt es da auch noch in größer. Weil die Schälchen gibt es ja auch noch in größer. So, sind wir wieder am Anfang, ne? Lisa ist wieder am Anfang. Hat sie ja super hingekriegt. Jetzt hat sie den Wagen. Jetzt werde ich arm hier im Action mal wieder. Weil ich mir dachte, oh, das ist toll und das ist toll und das ist toll. Ja, das ist gefährlich. Also wenn ihr nichts braucht, geht es am besten nicht in Action. Dann werdet ihr nur arm für das Sachen. Aber es sind halt auch so Sachen, wo man irgendwie gebrauchen könnte, ne? So, jetzt gehen wir wieder vor. Was wollte ich hier alles? Wartet mal.
Jetzt bin ich wieder bei den Tasten gelandet. Hier so, ich habe doch so eine tolle Kaffeemaschine. Oh, die schaut auch schön aus, ne? Und dann finde ich halt, ich habe so kunterbunte, ich habe solche Tasten zu Hause, halt wo irgendwas, nicht solche, sondern halt irgendwo was draufsteht. Und da habe ich mir schon letztes Mal gedacht, so schöne große Cappuccino-Tassen wären toll. Das ist doch eine tolle Tasse. Und da dann den Cappuccino draus trinken. Ich glaube, da nehme ich zwei mit. Suppentassen. Also ich hätte eher gedacht, dass das so große Kaffeetassen sind. Die sind auch irgendwie stylisch. Matt schwarz, aber die sind wieder so klein. Also keine Cappuccino-Tassen. Das sind die vom Angebot und die sind auch, also nach wie vor, ne? So ein oh Gott, ich schmeiß das gleich runter. Okay, ich lasse es. Cappuccino, das ist schon, das sieht aus wie von 1900. Das ist jetzt nicht so meins. Diese einen Suppentassen waren, glaube ich, schon ganz cool. Die, aber das ist mir wieder zu bunt, ne? Da ist wieder so viel drauf. Finde ich nicht so stylisch. Auch, hat auch irgendwie was. Was sind das? Schale und Riefli. Ach, das sieht ja auch mega edel aus, oder? Sehr schön. Okay, Lisa steht jetzt auf Geschirr. Lisa wird alt. Was ist los mit mir? Okay, ich bin über 30. Dann fängt man an, auch für Geschirrbegeisterung zu bekommen. Oder da. Wow. Und da so einen kleinen Cappuccino drin, schaut bestimmt auch toll aus, oder? Aber eigentlich müsste man sich jetzt da mehrere kaufen, nicht nur wieder eins. Aber da habe ich keinen Bock und da ist die Lisa zu geizig dazu, ne? Weil ich habe ja Tassen, warum sollte ich mir neue Tassen gönnen? Oh, ist das schön, schaut mal, für Zucker. Und dann ist das sogar aus Glas. Guckt mal, 1,99. Das sieht schon edel aus, oder? Ja, okay, Lisa, spinn nicht rum. Ja, aber schön ist es trotzdem. Das sind auch so Vorratsdinger. Das sind, glaube ich, ganz praktisch. Ja, das fiel aus Glas. Aber die gingen mir auch nicht aus dem Kopf, ne? Es hat schon irgendwie was. Vielleicht davon zwei und von den anderen zwei. Für Latte und so Cappuccino. Ach, die sind noch ein bisschen größer, schaut's mal. 1,12 €. Aber die sehen nicht so schön aus, oder? Oder ist das überhaupt ein Unterschied? Ja, die sind größer. Oh Gott, Lisa, das sind im Boden. Tja, das ist jetzt echt schwierig. Die Qual der Wahl. Ich guck mal. Okay, das muss ich euch noch zeigen. Weil jetzt kommen wir richtig ins Kitschige. Wie findet ihr das hier? Das hat doch auch was super Schönes, oder? Ja, finde ich auch nicht. Ich stehe schon seit Stunden gefühlt hier bei den Kaffeebechern. Wisst ihr das? Aber ich habe mich für diese hier entschieden. Ich finde die einfach so schön. Ich finde die so groß, so cool. Und stellt euch da mal so einen geilen Cappuccino drin vor. Kosten 1,32 €. Gibt es auch noch in anderen Farben. Da hinten ist, glaube ich, noch so grau-brau. Oh, ich weiß gar nicht. Eine weiße ist noch. Ich überlege gerade, ob ich die auch noch mitnehmen soll oder nicht. Mehr gibt es nämlich dann davon gar nicht. Sieht auch cool aus. Ich weiß nicht, ich stehe so auf weiß. Ich finde es viel schöner, als wenn da irgendwas bedruckt ist oder mich anlacht in der Früh. Brauche ich nicht. Ich lache mich selber an. Okay, die Dekoabteilung muss jetzt auch noch einmal sein, weil ich Deko liebe. Oh, die sind schön. Schaut mal, wie cool. 8,95 €. Die sind neu. Die sind eindeutig neu. Und sonst gibt es hier ganz viel für den Schulanfang, ne? Solche, wie sagt man dazu? Trinkdosen, was weiß ich. Verschiedene Motive, Becher, Frühstückssets. Was ist denn das? Das sieht ja cool aus. Lunchbox to go. Mit voll vielen unterschiedlichen Fächern unterteilt. Ich habe da richtig gute. Ich habe früher auch mal die günstigen gekauft. Aber die gehen voll schnell kaputt und laufen voll schnell aus. Und dann habe ich mir ja mal teure gekauft und die halten wirklich länger. Aber sieht trotzdem cool aus. Das ist so ein richtiges, das wäre was für meinen Mann auf Arbeit. Dafür reicht es dann wieder. Vielleicht soll ich ihm das mitnehmen. Dafür reicht es dann wirklich wieder. Gucke ich dann gleich nochmal. Vielleicht eine andere Farbe. Wir wollten ja Deko machen. Ich habe euch Deko versprochen. Also gehen wir jetzt mal schnell Deko gucken. Gibt es was Neues bei Deko? Schicke Kronleuchter. Jetzt kommt eine WhatsApp-Nachricht. Die stört mich hier im Bild. Schicke. Schon wieder. Was schickt sie mir denn? Oh Mann, sind manche mitteilungsbedürftig. Spaß. Oh, es gibt wieder diese Candlelight-Lichter. Die sind auch schön. Und sonst, hat sich da irgendwas verändert? Gibt es hier was Neues? Das sehe ich jetzt mal erstmal nicht. Das ist alles so, das, was wir so kennen. Das ist auch ein schönes Regal. Das kennen wir aber schon, oder? Kennen wir das schon? Ich glaube schon. 14,95 € ist eine Steuer. Beistelltisch, Beistelltablet. Das sieht auch mega aus.
Sehr stylisch. Und das Ganze für 9,95 Hammer, oder? Also das ist schon der Hammer. Körbe, Körbe, Körbe. Die Spiegel sind cool, die habe ich im Flur. Oh, schaut mal. Das ist neu. Das hat aber auch was Stylisches, oder? So eine Sonne. Oh, jetzt sieht er mich. Aber es ist cool. Das ist neu. 7,95. Das ist neu. Oh, die Holzuhr ist ja auch cool. Schaut, es geht jetzt auf diesen Holz-Metall-Look. Ich sag ja, habe ich schon immer schön gefunden. Oh, ich schaue die kleine Uhr an. Schaut mal, diese mega schöne Uhr. Aber ich habe keinen Platz dafür. Muss ich mal meinen Mann fragen. Aber die ist sehr schön. Also ich finde, die hat auch was. Und ey, der Preis ist ein Witz, ne? Die Holzuhr ist auch schön. Was wäre ich jetzt mit Uhren, als ob ich eine Uhr brauche? Oh Mann. Weiter geht's. Wenn ihr mal einen Fahrradbegeisterten habt, ne, in der Familie, denkt, Weihnachten kommt, wie wäre es mit so einem Fahrrad und einer Uhr? 4,49. Ihr müsst immer schon jetzt an Weihnachten denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn dann habt ihr keinen Stress an Weihnachten. Ich sag's euch und selber bin ich anders. Gell? Und hier gibt's auch noch mal so ein paar Bilderrahmen, Bilder. Das kann man so gut hier kaufen und das ist so günstig. 5,89 und ein schönes Bild rein. Oh, das Viereckige ist, das hat ja auch was, ne? Das komplette Bild hat was. Also ich finde sowas so schön. Ich finde das, du schaust ewig auf dieses Bild, weil das sowas vermittelt. Bin ich jetzt, ich sage ja, ich werde alt. Leute, ich werde alt, es tut mir leid. Sollte ich mal wieder ein bisschen cooler werden, oder? Oh, das ist auch schön. Okay. Aber die stinke Kerzen verdrückt meinen Kopf leider nicht. Aber es riecht hier schon so, deswegen kann ich hier auch nicht so lange bleiben. Ich bin da voll empfindlich, keine Ahnung. So, weiter geht's. Wo ist mein Wagen? Da drüben. Ah, hier sind noch ein paar Boxen. Ja, genau nach sowas habe ich gesucht. Irgendwie was, nee, aber was zum richtig zumachen. Sowas ist dann wieder zu lang. Sowas ist zu... Aber hier kann man wirklich, also 3,99 und dann hast du eine mit Deckel. Ich glaube, so eine nehme ich. Die ist perfekt. Der Deckel fehlt nur. Ah nee, der ist da oben drauf. Ja genau, sowas nehme ich mit. Oder da gibt es auch so ein Dreierpack für. Hier ist ein Dreierpack. 12,95. Große 12,95. Eine nur. Garten. Es wird immer voller hier. Es wird immer voller. Das heißt, Lisa, geh jetzt bald. Mein Mann vermisst mich bestimmt. Ja, die sind auch schön. Die sind schön, aber was brauche ich es gern? Windrädle, so kleine Schnickschnack. Es geht schon in Herbst los. Seht ihr? Herbst. Da ist noch die Grillsaison. Und da gehen wir in Herbst über Weihnachten. Sehe ich noch nicht. Kommt aber jetzt dann auch. Ne? Action ist da sehr schnell. Es werden die letzten Sommersachen verkauft. Das könnte ich auch mal mitnehmen. Ne? Kinder essen so gern Eis und können mal selber Eis machen. Mit frischem Orangensaft oder sowas. Was ist das? Sind das Würmer fürs Fischen oder so? Ja, voll Teufel. Pfui. Ventilator, das haben wir das letzte Mal schon angeschaut. Da ist noch ein Gartenset. Das sind Putzsachen. Gehen wir schon. Muss mal gucken, wo die Leute sind. Oh, das ist ja auch, gehört jetzt mal so. Das ist immer der Wäschekorb, den ich immer noch will, den ich mir jetzt nicht mehr gönne, weil ich den anderen gekauft habe. Da liest ja der Sparfuchs wieder, gell? Wisst ihr Bescheid? Ja, ich mache wieder an, wenn ich was finde. Ich hole mal meinen Wagen. Schau mal, was ich noch gefunden habe. 1,79, ich muss das mitnehmen. Das ist doch super, auch zum Buchstaben lernen für die Luana jetzt. Perfekt. Ich sage ja, Herbst hat begonnen, der Herbst. Im Action, die sind ein bisschen schneller. Noch kein Weihnachten, aber der Herbst. Wobei, ist das schon ein Adventskranz? Keine Ahnung. Ach, der Kürbis ist ja süß aus Glas. Sehr süß. Schaut mal, es gibt sogar einen Hasenkäfig. Das ist ja auch cool, ne? 24,95, 8 Elemente. Wir einen Hasen, also so ein Auslauf sozusagen. Ja, Tierabteilung sagt ihr mir auch immer wieder, Lisa zeigt immer wieder, weil der Akt, wie zum Beispiel das mit dem Hundekäfig ist auch neu. Habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist auch cool. Das sollte ich vielleicht mal mitnehmen, aber ich glaube, unsere hüpfen da drüber. Die sind ja schon so riesig geworden. Wir hatten sowas kurz, aber die wollen auch nicht gerne hochgelupft werden, deswegen ist das nicht doppelfressen. Schaut mal, was das für ein Design hat. Das sieht doch mega aus. Ich habe jetzt keinen Hund oder so, aber wenn ich einen hätte, dann hätte der so einen schönen Fressnapf bekommen. Ja, die haben die Mädels. Ja, meine Mädels essen auch sowas. Die Hasen bei uns, die sind echt praktisch. Mal ein bisschen bunte Farben, es jetzt gibt. Wo ich sie gekauft habe, gab es eher solche Naturtöne. Jetzt gibt es sie in quietschigen Farben. Oh, die sind aber auch schön.
Ach, wie süß. Das ist auch cool. Und mit Katze. Ach, wie süß. Die kann man auch nicht umschmeißen. Die sind auch sehr süß. Also hier gibt es echt 1,29. Gell? Also. Und was gibt es hier noch? Lachsöl für Hunde. Weiß ich nicht, was das ist. Keine Ahnung. Man kann die Hunde Haare waschen. Eine coole Bürste. So ein Kamm. Ich versuche mit Preisen zu zeigen in den Kotbeutel. Oh Gott. Machen wir die Scheiße aufheben. Ich glaube, deswegen habe ich kein Hundespielzeug. Das ist schon viel Arbeit. Ich merke ja schon allein bei den Hasen, wie viel Arbeit das ist. Ne? Kauspielzeug. Hier gibt es noch ein bisschen was zu essen, kuscheln, Snacks, solche Hunde. Das ist schon krass, was es alles gibt für Hunde. Und dann ist das, oh, das ist ja auch cool. Desinfektionsauflade mit Ladekabel. Desinfektionsbox. Okay, was es nicht alles gibt. Interessant. Cool, jetzt passend zu den Hundenapfen gibt es dann auch noch so ein Hundekörbchen. Kostet 17,95. Ein Strandmatten, die sind auch praktisch. Ach, da gibt es noch mal was. Strandmatten ist ganz frei. Inklusive Karabinerhaken. Aha. 4,99. Wieso ist das dann strandfrei? Mädchenbikinis. Gibt es da einen schönen? 98. Die Kinder mögen keine. Der ist aber gar nicht. Ach, das ist ein Bikini. Aha. Okay. Übrigens, wo ich auch immer meine Haargummis kaufe, ist hier bei Action. Die hier, 99 Cent. Die dünnen hier hinten. Die sind perfekt. Die haben auch kein Metall, dass sie die Haare kaputt machen. Die dicken mag ich nicht so. Aber es gibt ja echt viele, viele, viele unterschiedliche Haaraccessoires oder auch solche Nadeln, ne? Wenn jemand gerne hochsteckt. Oder solche Klammern für die Mädels. Also hier gibt es echt viele Sachen. Also irgendwann kaufe ich es wahrscheinlich noch. Jedes Mal denke ich mir, wie cool ist das? 2,69 und so ein Silikonlätzchen. Ne? Also für den Urlaub wäre das eigentlich auch super praktisch, oder? Aber ich glaube, das stört, oder? Ich weiß nicht. Es ist doch so hart und wahrscheinlich zieht sie dann wie ein Ossi dran. Aber cool, oder? Ich glaube aber, das stört. Aber also sie zieht ja die normalen auch schon aus. Ach Gott, ist das süß. Was kosten die? 4,49 zwei Paar. Oh, 74,80. Ich glaube, das sind meine. Wie schön beige. Ich glaube, das sind meine. Ist meins. Oh, wie cool. Es gibt wieder die schönen Bambus. Da muss ich jetzt einen mitnehmen. Die habe ich die ganze Zeit immer gesucht. Ich finde die so schön. Klärschaufel mit so einer Bambus. Den kosten 2,99. Ja klar, ein bisschen teurer wie die hier. Kostet jetzt Kunststoffhandfeger und Schippe 95 Cent. Aber ich meine, so ein bisschen das Auge schaut ja auch mit, oder? Das ist 95 Cent. Aber das ist halt echt nur so ein Teil, ne? Ist das beides? Handfeger und Schippe. Verschiedene Farben, ja, ist beides. Ist halt auch krass, gell, vom Preis. 99 Cent für sowas. Aber jetzt gibt es die Bambusdinger. Muss ich gleich mal gucken, ob es die Bambusdinger auch bei Spülbürsten gibt. Denn dann... Oh ja, ich finde die so schön. Da muss ich welche mitnehmen. Ich finde die so schön. Nehme ich gleich welche mit. Uiuiuiui. Hier ist irgendwie Lichtausfall, hier ist dunkel. Aber hier könnt ihr zum Beispiel auch solche Stickerbögen, wenn eure Kinder gerne stickern. Richtig viele verschiedene, 1,99, 100 wollte ich schon sagen, Fashion. Da gibt es auch solche kleinen Bücher, ne, wo sie dann malen können. Also richtig, richtig viel Auswahl. Aber ich glaube, das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich gucke jetzt gerade, ob ich noch solche Pfeifendinger, da kannst du auch was Tolles für die Kleinen basteln, gell? Die tun das ja dann irgendwie, immer irgendwie, kann man damit die ewig beschäftigen, glaube ich. Habe ich irgendwo mal so als Heck gesehen. Solche Pfeifendreher. Ich glaube, das nehme ich mal mit und dann suche ich den Heck nochmal raus. Selbst gebastelt irgendwie. Eisstiele zum Basteln. Also hier gibt es auch viele, viele, viele Sachen. Zum Basteln Bügelperlen. Auch überhaupt nicht teuer. Ich denke, die funktionieren genauso wie auch teure. Ja, Lego und auch solche Spielsachen gibt es. Ganz normale Sachen halt auch. Ja, ich nehme jetzt auch eine Kleinigkeit und unsere geliebten Blauklötze. Na, wer hat obala, alles mitgemacht? Wir müssten jetzt dann bald alle haben. Das ist auch voll cool. Ne? Das ist halt so ein kleines, habe ich vorher mal euch schon gezeigt auf Instagram. Da könnt ihr übrigens auch mal rüberhüpfen bei mir. Das sind einfach so ein kleines Döschen mit Lego und das baust du dann. Kostet einfach halt nur 99 Cent. Richtig, richtig cool. Ja. Diesen Woody Woods Puzzle haben wir auch zu Hause. Der ist cool, den ich beim letzten Mal mitgenommen. Haben uns auch ewig beschäftigt damit. Jo, Knimskrams gibt es hier halt, ne? Ich glaube, ich nehme mal so ein Auto mit. Oh.
Fokus ist unscharf. Solche Autos, solche Matchbox-Autos, ist ja auch cool, nicht teuer, ne? Ich glaube, für die Amelie nehme ich mein Auto mit. Also ihr Lieben, wenn ich eine Sache nicht kann, dann ist es in den Action reingehen und nur das kaufen, was ich eigentlich wollte. Ihr wisst, ich habe es ja versucht. Ich bin ja ohne Wagen. Ab dem Moment, wo ich dann den Wagen geholt habe, war es vorbei. Es ist auch so viel geworden, dass ich jetzt einen extra Haul dafür mache. Ja, knapp 40 Euro ärmer und aber tolle Sachen reicher. Ja, es ist krass. Es ist aber egal was, ich bin so ein Sparfuchs. Ich kann wirklich gut sparen, ich kann gut und günstig einkaufen. Aber was ich nicht kann, in einen Laden zu gehen und nur das zu kaufen, was ich auch kaufen will. Irgendwas finde ich immer. Schreibt mir das mal bitte, ob ihr auch so seid oder ob ihr euch da unter Kontrolle habt. Ich habe mich da 0,0 unter Kontrolle und im Action schon dreimal nicht. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Pfiati!